Noch fühle ich mich sehr überwältigt und ich freue mich, aber ich kann irgendwie noch gar nicht so richtig. Es ist noch viel zu viel. Mittlerweile kommt die Freude schon richtig, richtig doll und ich bin in Erwartung auf das, was kommt und ich bin sehr gespannt darauf. Aber ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich jetzt denken soll, vor allen Dingen, weil ich auch noch nicht weiß, was jetzt die nächsten Tage auf mich zukommt und was überhaupt auf mich zukommt, ist das alles noch ganz schön viel und unübersichtlich. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich gute Menschen bei mir habe. Und deswegen freue ich mich darauf sehr, weil ich weiß, dass ich nicht alleine bin und dass ich von euch auf jeden Fall Unterstützung kriege. Nee, absolut nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich nochmal angucken müssen, um nochmal zu sehen, was ich da empfunden habe oder wie ich reagiert habe. Ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, dass mir richtig schlecht war und dass ich zittrige Knie hatte. Ich war kurz davor, wegzuknicken. Meine Mama stand schon rennbereit unten, um mich aufzufangen, weil die das natürlich gesehen hat. Ich war so fertig. Unglaublich. Wahrscheinlich wäre ich nicht so fertig gewesen, hätte ich nicht gewonnen. Wichtig ist, dass ich auf dem Teppich bleibe und dass ich auch ein bisschen Zeit für mich habe, dass ich mich ausschlafen kann, damit ich fit bin und viel, viel machen kann. Und wichtig ist auch, dass meine Liebsten mich nicht verlieren und ich nicht sie. So. Ich erwarte eigentlich noch gar nichts. Ich bin ziemlich erwartungs- und drucklos. Nö, auch das nicht. Ich lasse es mal so ein bisschen auf mich zukommen. Also ich hoffe nicht, dass ich so 19. werde oder so. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ich glaube, wenn man das sieht, dass ich Bock habe, dann wird es auch nicht so schlecht. Mein Umfeld sagt, das ist unglaublich wahnsinnig, vor allen Dingen in der kurzen Zeit. Was ist das denn? Die sagen, das ist wahnsinnig in der kurzen Zeit und das ist, die sind alle sehr überwältigt und fühlen sich wahrscheinlich auch überrumpelt von dieser voll leer neuen Situation. Aber ich glaube, das finden alle ganz gut. Na, rate doch mal. Schlafen. Schläfst du gern? Ja, ich schlafe sehr gern. Das ist was sehr Gutes. Lena. Satellite ist ein sehr guter Song. Man kann viel auf der Bühne damit machen. Und ich glaube, dass ich ihn ganz überzeugend singen kann. Und deswegen mache ich mir nicht so viele Sorgen, dass er schlecht wird. Willst du Europa mit Satellite begeistern? Na sicher. Alles klar. Warum mache ich Musik? Warum stellst du Fragen? Das ist so eine Sache, die gefällt mir. Und ich habe das große Glück, sowas jetzt hier machen zu dürfen. Das ist wunderschön und das muss man auf jeden Fall zu schätzen wissen. Denn ich glaube, dass es noch ganz viele andere Menschen gibt, die entweder das genauso toll machen könnten wie ich oder vielleicht auch noch 12-mal besser, die aber einfach nicht die Chance oder einfach nicht die Zeit oder diese Situation ergriffen haben, zu so einer Sache hierher zu kommen und das irgendwie durchzuziehen. Und dafür muss man ganz schön dankbar sein, dass man das irgendwie echt alles miterleben darf. Das ist ganz schön krass. Mann.
Tonstudio stehen. Den Song haben wir wahrlich als letztes aufgenommen. Es war der letzte Song, den wir aufgenommen haben. Wir haben ja diese alle drei Songs haben wir ja aufgenommen. Und ich war schon so verdammt müde. Ich war fertig mit den Nerven. Mein einziges Wort, was in meinem Kopf schwebte, war Schlaf, 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 Schlaf. Aber im Grunde genommen ist Songs aufnehmen ist eine Spitzensache. Ich habe das ja jetzt das erste Mal gemacht und es hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mich dran gewöhnen, glaube ich. Ah ja, so unglaublich viele, so viel neue Menschen und so viel neue Erlebnisse und vor allen Dingen, dass es hier alles eine Sache ist, die ich, glaube ich, mein Leben lang irgendwie erinnern werde. Und das ist ja schon mal sehr gut. Also dann hat es sich ja schon mal gelohnt. Ich finde, Sachen, die man macht, an die man sich erinnert, die sind gut. Egal, ob es schlechte Sachen sind oder gute Sachen, wenn man sich erinnert, dann ist es auf jeden Fall ein Erlebnis, was einen berührt hat. Und das hat es definitiv. Freust du dich auf den Videodreh? Ja, voll geil. Voll geil. Ich habe sowas noch nie gemacht und deswegen bin ich jetzt voll heiß drauf. Ich finde ja Kameras nicht halb so schlimm wie Fotoapparate, ne? Kann man das sagen? Fotoapparate? Fotoapparats? Apparato? Apparati? Fotografen und technisches Gerät. Fotos finde ich so, fühle ich mich immer voll unwohl irgendwie, weil da hat man ja dann nur ein Bild. Man hat quasi nur so ein, die ganze Zeit und das ist dann nun mal so. Und wenn du mich jetzt aufnimmst, jetzt hier, was weiß ich, 10, 20 Minuten, ne, dann hast du ja Material. Dann kannst du dann sehen, die Leute nicht nur ein einziges Gesicht von mir, sondern gleich 340 zum Beispiel. Und deswegen finde ich Video erste Sahne. Das heißt, Fotoshooting war nicht so dein Ding? Hast du ja auch schon hinter dir. Wahrscheinlich muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Man kennt das ja einfach nicht, dass so viel Rummel plötzlich um einen passiert. Das ist so. Aber du hast Spaß an dem Rummel. Ja. Also an Fotos noch nicht ganz so sehr, aber vielleicht kommt das noch. Also Schule ist auf jeden Fall immer wichtig und jetzt, wo ich keinen Text mehr lernen muss und nur noch Interviews und so ein Kram geben kann, habe ich hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit, mich noch ein bisschen auf die Schule zu konzentrieren und da ein bisschen was für zu machen, weil das habe ich echt überhaupt nicht gemacht in der Zeit, in der ich hier war, weil ich dafür gar nicht die Kraft hatte. Wahrscheinlich, wenn ich im Auto sitze und es zufällig kommt, dann schreie ich, dann fahre ich erstmal rechts ran und schreie ganz laut, glaube ich. Und wo sollen die Menschen da draußen? In welchem Moment sollen die den Song hören? Immer. Sehr gut. Ja, ich hab den Wunsch, dass ich gesund bin und den Wunsch, dass ich Kraft habe und damit zufrieden sein kann, was ich mache. Alles klar, danke schön. Dankeschön. Dankeschön.